Leute, heute möchte ich über die vermutlich nächste Legenden-Season 19 reden und es ist nicht Conduit, denn die Legende ist aus den Gamefiles verschwunden. Und jetzt gibt es zwei Theorien. Ich sage euch zum einen erstmal den Namen der neuen Legende Mali mit Doppel-A. Und es gibt Theorie 1, Conduit und Mali sind ein und dieselbe Person. Es wurde einfach nur der Name für die Lore geändert. Und ich sage euch gleich, was Mali und Krypto gemeinsam haben. Und warum ich denke, dass das eine enge Verbindung sein muss. Und es gibt natürlich die andere Theorie, dass Mali eine völlig neue Legende ist mit Fähigkeiten. Das Kuriose ist, der Name Mali wurde 2021 erstmals schon in den Gamefiles gefunden. Dort wurde erstmals die passive Fähigkeit geleakt. Es kann sein, dass die sich ändert, weil ursprünglich hatte oder sollte Mali eine Legende sein, die mit Bangalore verwandt ist. Wahrscheinlich die verschollene Schwester, also das letzte Familienmitglied. Und statt Mali war es dann eben der verschollene Bruder, der, keine Ahnung, hat er einen Absturz oder so überlebt? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es kam auf jeden Fall Newcastle statt Mali. Als Schwester kam der Bruder. Und die passive Fähigkeit passt aber dennoch, also laut Leaks, immer noch zu Bangalore, weil sie im Grunde fast genauso wie Bangalores Fähigkeit funktioniert, die passive Double Time war von Bangalore und so heißt die Passive zum Beispiel Double Take Bullet. So wirst du zum Beispiel angehittet oder in die Nähe und wie bei Bangalore bekommst du bei Mali eben einen Damage Boost. Du bist nicht schneller, aber du kriegst einen Damage Boost. Wie hoch? Doppelt so schnell, das glaube ich auf keinen Fall, auch wenn das hier laut Gamefiles vielleicht so rein interpretiert werden könnte. Die Affinität, wie gesagt, zu, oder die Gemeinsamkeit, Affinität macht keinen Sinn, die Gemeinsamkeit oder die familiäre Verbindung, meine Fresse, habe ich heute wieder Wortfindungsstörung, zu Bangalore ist passé. Deswegen kann es natürlich sein, dass die Passive anders heißt und auch anders funktioniert. Ich wollte euch erstmal im Groben zeigen, dass Mali schon mal bekannt war. Bevor ich gleich mit der taktischen und der Ulti-Fertigkeit weitermache, ich habe eine Bitte. Ich habe vor über 4 Jahren schon mal ein Video gemacht. Da habe ich 20 Legenden-Leaks rausgeballert. Ungefähr 50% dieser geleakten Legenden kamen dann tatsächlich schon raus. Mal mehr oder weniger richtig mit den Fähigkeiten, aber nahezu eigentlich perfekt. Auch die Namen haben meistens gestimmt. Außer bei Loba zum Beispiel, Rosie und Grob waren die Fähigkeiten gleich, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt aus diesem Leaks-Video, was über 4 Jahre alt ist, noch einige Legenden, die sehr interessant sind. Mit Mega-Fähigkeiten, hier und da auch ein paar Bildern, die es bis jetzt nicht ins Spiel geschafft haben. Und da wir uns eigentlich strikt auf eine absolute Apex Legends News Content Flaute hinzubewegen oder eigentlich jetzt mittlerweile mittendrin sind, weil der Hype um Season 18 ist vorbei, das Mid-Season Update ist eine Weile hin und kurz vor dem Mid-Season Update bekommen wir vielleicht mal wieder ein paar Informationen, was da passieren soll, bevor dann die ersten Leaks zu Season 19 rauskommen. Und ich möchte gerne diese Content Flaute nicht nur mit meinen viel vorbereiteten One-Clip-One-Tipps-Videos raushauen, da habe ich noch eine Menge im Petto, also damit möchte ich das nicht füllen, die Lücke, und nicht nur mit GTA 6 News, die ebenfalls gut ankommen, da freue ich mich sehr drüber, ich hoffe, das geht so weiter, da bleibe ich auch am Ball, aber ich möchte euch die Legenden noch einmal vorstellen, aber pro Video eine Legende, alle Fähigkeiten, so dass wir die Zeit noch ein bisschen strecken und die Videos vielleicht 2, maximal 3 Minuten gehen, würde ich mich sehr drüber freuen, also schreibt mal in die Kommentare, habt ihr da Bock drauf, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Und jetzt kommen wir erst einmal zu der Fähigkeit Zapper. Und hier wird auch die Theorie von einem Dataminer geschürt. Conduit gleich Mali, die Theorie, weil zu der taktischen Fähigkeit Zapper gibt es keine Erklärung, was genau diese Fähigkeit bewirkt. Und es könnte jetzt sein, dass vielleicht tatsächlich doch eine Fähigkeit von Conduit mit rüberwandert. Zapper, du kennst es, nimmst deine Fernbedienung und zappst eben durch die Programme. Es muss irgendwas Technisches sein. Also könnte es sein, dass du zwischen deinen Teammates hin und her zappst und genau die Fähigkeit von Conduit bekommst. Das ist jetzt eine Theorie von einem Dataminer. Deine Teammates befinden sich im Fight, du bist ein Stück weit weg, hast volle Gesundheit auf dein Schild und du kannst von deinem Schild etwas abgeben auf eine Legende und dann zappst du rüber zur anderen Legende und gibst da noch ein bisschen Schild hin.
Das soweit die Theorie. Leider kann ich euch hier nicht mehr sagen. Und auch die ultimative Fähigkeit ist nicht wirklich klar, nennt sich Rainstorm. Und es gibt von einem anderen Dataminer die Theorie, du befindest dich in einem Sturm und alle, die sich ebenfalls in diesem Regensturm befinden, bekommen einen Damage Boost. Ähnlich wie bei der passiven Fähigkeit, plus auf alle Legenden. Wahrscheinlich vielleicht auch die Gegner. Wissen wir nicht, müssen wir abwarten. Und jetzt möchte ich euch sagen, wer hinter Mali steckt und dass wir sie schon sehr, sehr lange kennen, zumindest für alle, die schon sehr, sehr lange bei Apex Legends dabei sind. Und alle, die lange dabei sind, kennen sie vielleicht trotzdem nicht, weil es einfach zu lange her ist. Season 2 Stories from the Outlands Trailer, kurz vor Release von Season 3, Kryptos Pflegeschwester. Dies soll es sein. Und ich möchte euch kurz mal die Story erzählen, warum es so interessant wäre, warum das jetzt in Season 19 fortgeführt wird, warum das Sinn macht. Und die Frage habe ich nämlich vor einiger Zeit schon mal den Devs gestellt. Ich glaube zu Release oder kurz vor Release von Season 15 oder so durfte ich ja, ich bin Mitglied von EA, wisst ihr ja mittlerweile. Und da kann ich den Devs immer mal Fragen live stellen, die werden beantwortet. Und glücklicherweise haben sie meine Frage rausgepickt und beantwortet. Und ich hatte genau dieses Beispiel Krypto. Mensch, wie sieht es mit den Stories aus? So geile Storylines, Stories from the Outlands Trailer. Warum wird da nicht mal was fortgeführt? Und da habe ich das Beispiel Krypto nämlich genannt. Mensch, da wurde der Repulsor auf Kings Canyon gehackt. Kings Canyon wurde deaktiviert und erstmals in Season 3 eine neue Map, World's Edge. Und Krypto sucht da nämlich nach Beweisen für den angeblichen Mord an seiner Pflegeschwester. Der wird ihm nämlich angehängt. Er weiß, glaube ich, nur flüchtig durch irgendwelche Sachen waren da. Er weiß, dass sie lebt, aber er weiß, glaube ich, nicht, wo sie sich aufhält. Und ich glaube, dass sie sich jetzt in die Apex Games unter einem anderen Namen reinschleicht. Und jetzt guckt mal, wie Mali oder eben vielleicht die Pflegeschwester Mila heißt nämlich die Pflegeschwester. Und Mila und Mali muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, warum das so ziemlich ähnlich und gleich klingt, außer ein A mehr. Also das ist das, was ich jetzt zumindest rausbekommen habe aus dem Charaktersteckbrief auf der EA-Seite. Habe ich gerade noch mal so ein bisschen durchsteppen wollen und habe ich gesehen, okay, die heißt Mila, das wusste ich nicht, ich habe die Namen nicht alle im Kopf, aber ich fand es halt interessant, weil wir haben jetzt in Season 18 oder kurz vor Release von Season 18 gab es die Mega-Storyline und das ist wirklich mit der geilste Knaller an Stories und auch spielbaren Story-Elementen, die wir in Apex jemals hatten zwischen Loba und Revenant. Das war geil und warum soll man so nicht weitermachen? Und Respawn hat damals gesagt, ja, es gibt da Pläne, aber wann genau da irgendwelche Stories fortgeführt werden, wissen wir nicht. Und jetzt war es erstmals soweit, dass endlich mal eine Story weitergeht und das war die Story um Loba und Revenant. Und jetzt könnte die Story um Krypto endlich weitergehen, dass er vielleicht die Beweise, die er auf World's Edge gesucht hat, endlich gefunden hat. Und in Season 19 kommt dann Mali oder Mila, nennt er, wie ihr sie wollt, kommt dann in Season 19 vielleicht in die Games. Und so macht es nur Sinn, dass Respawn es jetzt vorhat, von Season zu Season endlich mal Stories fortzuführen, damit wir endlich mal wissen, woran sind wir bei den Legenden. Weil meistens ist es so, eine Season ist kurz vor Release, dann gibt es einen mega fetten Trailer und du denkst dir, boah, ja, mach doch mal weiter mit, wow, an derselben Stelle, plus wie geht's weiter? Das ist das, was mir bis jetzt gefehlt hat. Also Leute, was denkt ihr? Passt das nicht? Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es eine Legende wird, die wir schon mal gesehen haben, aber einfach nicht auf dem Schirm haben. Also, jetzt seid ihr dran. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und vergesst nicht abzustimmen. Habt ihr Bock auf die alten Legenden? Stelle ich euch die nochmal vor? Ja oder nein? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.